Okay, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Anno. Das akzeptiere ich, aber ich brauche kein Geld mehr. Ich bin sowas von reich und wir werden jetzt noch viel reicher. Wir werden unsere Klipper hin und her fahren lassen und werden unsere Bevölkerung weiter ausbauen. Oh, da freue ich mich drauf. Endlich ist es soweit. Juhu! Fangen wir hier an. Wir hatten ja schon einiges vorbereitet. Jo. Um weiteres Bier anzupflanzen. Und Bier wird für euch wichtig sein für eure Zufriedenheit. Denn irgendwann werdet ihr auch größer. Fangen wir an. Arbeiter. Bier ist da. Würde ich gerne hier oben anbauen? Ja, aber wir brauchen denn noch weitere von diesen Lagerhäusern. Das heißt, wir fangen an mit einer ganz normalen Bierfarm. Bierfarm. Getreidefarm. Ich bin schon ziemlich fertig, muss ich sagen. Wir sind schon wieder ziemlich lange am Aufnehmen. Ich habe an einem Tag schon wieder 20, 30 Folgen aufgenommen. Das ist sehr viel. Das weiß ich selber. Aber es lohnt sich ja auch. Wir haben sehr viel geschafft. Wir haben Beryl O'Mara von zwei Inseln verdrängt. Wir haben jede Menge Möglichkeiten. Wir haben Ingenieure bekommen. Wir haben so viel geschafft. Ich kann gar nicht alles aufzählen, so viel wie wir geschafft haben. Denn noch? Okay, endlich geschafft. Dann brauchen wir eine Melzerei. Das war doch so, ne? Eine, ja, zwei und dafür dann zwei Brauereien. Guti. Damit ist auch wieder ein bisschen Stahl runtergegangen, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden noch weitere Farmen mit hinbauen. Für noch mehr Bier sorgen. Brot können wir ja glücklicherweise auch anbauen, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, Getreide anzubrauen. anzubrauen. Ah, schön. Dann wollen wir mal. Also. Brot. So. Ja, setzen wir erstmal die Felder und gucken, wie weit wir damit kommen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja. Sollen sich gegenseitig belagern, das ist mir relativ egal. Wir haben Besseres zu tun. Das Ding kann auch ausgebaut werden. So, da noch ein bisschen Getreide mit ran. Dann brauchen wir für zweimal Getreide einmal Mehl und zwei Bäckereien. Das ist ja so ähnlich wie die Bierproduktion, das ist okay. So, ihr braucht noch Hopfen. Ja, den stellen wir hier mit hin. So ist gut. Okay, und noch eine weitere Hopfenfarm. Davon brauchen wir drei. Die Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, passiert. Kommt vor. Guti. Achtung, der Boss. Okay, dann haben wir das soweit. Die Bäckerei wird gleich Mehl bekommen. Das Mehl wird produziert. Dann haben wir sowohl Bier als auch Getreide. Können gleich noch mehr anpflanzen. Wir haben sehr viele Arbeiter verloren. Aber es werden wieder sehr viele dazukommen. Dafür werden wir sorgen. So ist gut. Dann wollen die jetzt auch Bier und Schnaps. Schnaps werden wir von der anderen Insel holen. Und werden das immer rüber transportieren. Hier schon wieder ein Schiff von Beryl unterwegs. Nee, von Anna. Dann die Königin. Oder Anne. Ach, du bist auf dem Weg zu meinem Linienschiff? Ich glaub's ja wohl.
Schuss. Oder auch nicht. Ihre Geister werden dir folgen. Ach, also ich glaub's ja wohl nicht. Ja, hin und wieder müssen wir uns trotzdem noch verteidigen. Ja, ja, ich weiß, ich bin toll. Nenn mich einfach Netti, weil ich so nett bin. So, ihr werdet Hopfen bekommen. Das ist okay. Wir brauchen noch weitere Leute, weitere Arbeiter vor allem. So ist gut. Das wird wieder für eine Weile reichen. Achtung, Admiral anwesend. Wow. Okay, dreh dich um. Steuermann. Ich muss deine Handelsroute wieder verändern, ich merk's schon. Ja, damit sind die im Kriegszustand. Wir können die Insel tatsächlich erobern. Sebastian, holen wir uns einfach, weil wir es können. Neue Befehle? Ihr fahrt bitte rüber. Was soll dieser Zwergenaufstand? Die Hälfte haben wir, aber die Hälfte unseres Schiffes ist auch down. Wir müssen bloß bis zur weißen Fahne kommen. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Im Moment ist es nötig. Der Wind zeigt nach da. Wir müssen uns eigentlich drehen. So ist gut. Das ist schon mal kritisch. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Einmal noch und dann haben wir's. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Der Widerstand ist eigentlich down. Bereit für die Revanche. Anteile beanspruchen. Anteilseinkommen 0. Dann erobern wir einfach die Insel. Noch schwimmen wir. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Gut, damit gehört uns die Insel. Was ist das? Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Das hätte ich gern, das holst du bitte. Klar, das muss dir sein. Jetzt, wo meine Berater alle sagen, ich soll die Füße stillhalten. Damit haben wir wieder Punkte bekommen. Prinzessin Jing wehrt sich auch wieder, oder Xing. Flotte bereit. Das sind meine Leute, wo wollt ihr hin? Ihr wurdet abgelenkt. Gut, fahrt bitte wieder zurück. Schiff unter Beschuss. Ja, durch Barrels Insel. Weg hier. Da habt ihr nichts zu suchen. Wasser vermag ein Schiff zu neuen Ufern zu tragen oder zu Grabe. Das kann beides passieren, das stimmt. So, unser Schiff kommt, wird das Treibgut einsammeln. Ich bin gespannt, was wir hier kriegen. Du machst wieder weiter, wirst dabei repariert und alles ist gut. Achtung, Admiral anwesend! Gut, dann haben wir auch hier hinten wieder dafür gesorgt, dass Beryl keine Chance hat, irgendwo Fuß zu fassen. Was auch immer sie hier damals errichtet hat, das habe ich jetzt nicht mehr ganz unter Kontrolle, aber ist egal. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal wieder weiterbauen. Also, wir hatten für euch Bier bereitgestellt und Brot. Das heißt, ihr werdet jetzt noch größer, noch besser. Spielstand gespeichert.
Ihr wollt jetzt unbedingt noch Schnaps haben. Schnaps muss ich erst noch besorgen. Das wird der Clipper machen. Clipper bekommt eine Handelsroute. Von hier nach da. Du lädst in San Sebastian Schnaps ein. Die Feierlichkeiten sind beendet. Schön. Wo ist ein Schnaps? Da. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Gut, damit fahren wir jetzt los. Bringen also Schnaps rüber. Das geht relativ fix. Und wir kommen auch nicht an Beryls Insel vorbei. Wenn wir uns Mühe geben, könnten wir noch eine Insel von ihr kaputt machen. Und zwar die hier. Die nervt auch nochmal gewaltig. Und würde auch ihren Einfluss weiter mindern. Unser Einfluss ist verflucht hoch. Also da kann gar nichts mehr passieren. Das ist perfekt. Wir müssen hier noch mehr Schnaps produzieren. Und wir haben nicht mehr viele Bauern. Dann werden wir erstmal Bauern in die Wege leiten. Gerade hier an dieser Stelle ist es ja noch wichtig und möglich. Hier ist auch wieder genug Holz, sodass wir weitere Bauern hinbauen können. Hinbauern. So ist gut. Das machen wir auch noch zu. Perfekt. Okay. Weitere Bauern kommen. Jede Menge weiterer Bauern kommen. So ist gut. Und geschafft. Okay, weil ihr so toll seid, bekommt ihr auch gleich eine Kirche mit dazu. Ich hoffe, die Kirche kann ich mir überhaupt schon leisten mit dem ganzen Holz, das wir dafür Ein brauchen. Feuer ist ausgebrochen. Ja, funktioniert. Das Feuer gucken wir uns gleich an. Die Feierlichkeiten sind beendet. Hier drüben. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, passiert. Ist nicht ganz so wichtig. Das Feuer wird unter Kontrolle gebracht. Hier oben ist schon wieder viel zu viel los. Das könnten wir ausbauen. Machen wir auch. So, sonst seid ihr soweit zufrieden, bis auf Schnaps. Schnaps kommt. Und die Schule wollt ihr auch schon haben. Gut, Arbeiter und eine Schule. So, damit haben wir die bestmögliche Zahl an Arbeitern erreicht, könnten hier sogar schon die Handwerker haben. Die werden wir aber hier nicht hinbauen. Hier will ich bloß für Arbeiter und für Bauern sorgen. Das reicht. Dann alles zubauen. Perfekt. Ihr habt sogar ein Hospital, wobei die Seuchengefahr relativ hoch ist. Das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Das liegt vielleicht an den ganzen Schweinen, die wir schon in die Wege geleitet haben. Kriegt erstmal alle Steinstraßen. So ist gut. Das wird für eine Weile reichen und alles kommt überall hin. Perfekt. Gut, dann kommen wir wieder zu euch. Bei euch fehlen noch Straßen. Jetzt sieht's besser aus. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Weil ich so toll bin, ne? Ja, finde ich gut. Wir brauchen auch noch mehr Schnaps. Heißt, weitere Kartoffelfarmen in die Wege leiten. Spielstand gespeichert. Danke.
Ich freue mich immer, wenn er das macht. Dann brauche ich nicht dran denken. Das Ding bitte gleich mal ausbauen. Weitere Kartoffelfarm. Mehr geht nicht. Doch. So, und eine letzte Kartoffelfarm noch, dann sind wir soweit durch. Und haben auch genügend Bauern und Arbeiter. Das sind jetzt alles keine Probleme mehr. So, schön. Okay, genügend Schnaps haben wir, um einen Großteil der Bevölkerung nun mit Schnaps zu versorgen. Theoretisch könnten wir den Schnaps auch noch hier nach oben bringen. Wie sieht es hier bei euch aus mit Schnaps? Schlecht. Ja, ist nicht ganz so schlimm. Wir werden den Schnaps hier jetzt nur für die Eigenproduktion lassen, das ist okay. Ihr habt schon wieder einen Friedensvertrag geschlossen, einen Handelsvertrag. Nee, einen Waffenstillstand. Unsere Zufriedenheit liegt nur knapp über dem Median. Ja, die Zufriedenheit wird auch weiter steigen. Ich muss bloß auch im Süden noch eine oder zwei Inseln besiedeln. Sonst bekommen wir Probleme. Hier ist sehr viel los. Hier sind auch sehr viele von Anne, wie auch immer, unterwegs. Die Flammen wurden gelöscht. Schiff unter Beschuss. Hier drüben. Wo? Von ihm. Okay, wir haben eh nichts zu tun, also rauf da. Achso, Geleitschutz? Nee, kein Geleitschutz. Haben wir das Schiff denn schon vernichtet? Wo ist denn das böse Schiff? Die Nichtsnutze habe ich schon über Bord geworfen. Okay. Ja, Barrels Insel hier unten bräuchten wir eigentlich auch. Allein schon für Zuckerrohr. Aber auch seine Insel wäre da ziemlich lukrativ. Aber die ist nur in unserer Nähe, die hat kein Zuckerrohr. Und die brauchen noch so viel an, ihr wisst schon. Genau. Kleiner Hafen. Was ist das? Ein Kai? Verschönert die Umgebung um ihren Hafen herum. Segelschiffswerft brauche ich nicht. Obreros. Besucherhafen. Die haben leider keinen Hafen, um die Leute auszutauschen. Das heißt, wir müssen wirklich überall immer alles bauen. Zumindest noch aktuell. Vielleicht gibt es da auch noch mal irgendwann eine Verbesserung. Unsere Hoffnungen waren nicht vergebens. Aber ihr seid schon auf der höchsten Stufe. Ihr bräuchtet im Prinzip nur noch Nähmaschinen, um noch mehr zu werden. Aber die werde ich hier nicht runterliefern. Das Einzige, was wir machen könnten, ist euch noch Bier bringen, um eure Zufriedenheit noch weiter zu steigern. Wir gehen wieder in die alte Welt. Bauen wieder weiter. So, ihr habt jetzt das Wichtigste da. Konkurrenten wird belagert. Dieses Luxusbedürfnis könnten wir auch nochmal verbessern. Diese Insel wird nicht belagert, hier greift keiner an. Die sind nur wieder dabei, den Fisch kaputt zu machen. Mit einem lächerlichen Boot. Beryl, du bist echt traurig. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. So, ihr seid super zufrieden. Ihr werdet mir super viel Geld bringen. Weitere Bauern kommen dazu. Weitere Arbeiter machen wir daraus. Schnaps wird hierher geliefert. Wir werden jetzt Brot und Bier dann rüberliefern auf die andere Insel. Auf Ihren Befehl. Pause. Handelsroute bearbeiten. Nee. Hier wird eingeladen Bier bis zu 50. Dort wieder ausgeladen. Hier wird eingeladen Brot bis zu 50. Dort wieder ausgeladen.
Handelsroute steht. Ne, fortsetzen. Dann musst du jetzt alles einladen und rüberfahren. Und offensichtlich brauchen wir hier noch weiteres Brot. Brot kommt zu langsam. Also Arbeiter, Brot. Schiff unter Beschuss. Ach, wo haben wir schon wieder? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Okay. Sie wird offensichtlich penetranter. Sie hat jetzt Linienschiffe. Du bist ein Klipper, aber ihr beide seid Fregatten. Ihr werdet ebenfalls auf das Linienschiff gehen. Flotte zum Angriff. Das werden wir kaputt machen. Ja, sie wird auch stärker. Das war zu erwarten. Schiff unter Beschuss. Ja, ich weiß. Aber mit dieser Feuerkraft hat sie garantiert nicht gerechnet. So ist gut. Mach die junge Dame fertig. Vorsetzen. Ich will sterben, aber nicht heute. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Neue Befehle, Admiral. Oh, geil. Noch ein Mart. Wunderbar. Hier haben wir zum Glück noch ein weiteres Linienschiff. Dann haben wir wieder genug Leute, die auf alles aufpassen. Auch wenn hier kein Schutz besteht. Das ist nicht so schlimm. Gut. Schnaps kommt immer noch. Ausreichend. Da bin ich ganz froh und dankbar für. Auch wenn er gerade anzeigt, dass es runtergeht, aber wenn wir beide Inseln erstmal voll haben, sieht alles besser aus. Ihr habt genügend Wurst, ihr habt genügend Arbeitskleidung, Fisch geht runter. Da haben wir auch bloß eine einzige Fischfarm. Da werden wir jetzt ein paar mehr brauchen. Auf dieser Insel habe ich noch nicht dafür gesorgt, dass es viele gibt. Bitteschön. Ja, ihr findet hier nichts vor. Es tut mir leid. Ach so, nee, ihr wollt ja dahin. Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. Wir sehen sehr gut aus. Da habe ich wunderbare Qualitäten hier bei mir. Wie sieht's bei euch aus? Ihr habt alles bis auf Bier und Brot, aber Bier und Brot kommen. Haben wir jetzt schon Bier und Brot eingelagert? Nee, ne? Nee, noch nicht. Das müsste jetzt kommen. Ein neuer Auftrag? Es kommt nicht. Er musste erstmal hierher segeln und Brot und Bier mitnehmen. Stimmt, wir wollten uns um Brot kümmern. Auf geht's. Arbeiter. Brot, Getreidefarm.